Feuer in Europas größtem Atomkraftwerk. Bei Kämpfen in der Nähe der südukrainischen Stadt Saporischschja ist in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände des dort angesiedelten Atomkraftwerks ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der ukrainischen Staatssicherheit handelt es sich bei dem Brandort um ein Trainingsgebäude außerhalb der Anlage. Die Reaktorblöcke seien nicht betroffen, die Strahlungssicherheit sei gewährleistet. Das Kraftwerk wurde laut US-Energieministerin Jennifer Granholm sicher heruntergefahren. Der Brand soll mittlerweile vollständig gelöscht sein. 40 Feuerwehrleute und 10 Löschfahrzeuge waren vor Ort. Verletzte gab es keine. Außerdem sollen die Kämpfe in der Region inzwischen eingestellt worden sein.